Riechen, schmecken, erinnern, der direkte Weg zum Gehirn. Nur, wie funktioniert das? Bis vor wenigen Jahren war der Geruchssinn ein grauer Fleck auf der Landkarte der Sinne. Und heute wissen wir mehr. Es gibt nur eine Möglichkeit, dem penetranten Geruch zu entgehen, fluchtartig das Zimmer zu verlassen. Mit jedem Atemzug gelangen Duftmoleküle in die Nase bis zu den hinteren Nasenhöhlen. Hier sitzt das 5 Quadratzentimeter große gelbliche Riechepithel, das mit Riechschleimhaut ausgekleidet ist. Darin befinden sich Riechzellen, an deren Enden die Zilien sitzen. Feine Fühler, die sich in den Nasenraum erstrecken. Die Zilien sind mit Rezeptoren bestückt, an die die Duftstoffe anbinden. Jede Zilie ist nur mit einem bestimmten Rezeptortyp ausgestattet. Je genauer der Duftstoff passt, desto stärker ist die Duftantwort. Dockt ein Duftstoff an, wird die Riechzelle aktiviert. Die Informationen über den Geruchsreiz, um welchen es sich handelt und wie stark er ist, werden in elektrische Impulse umgewandelt und an den Riechkolben im Gehirn geschickt. Hier münden sie in die Glomeruli. Alle Riechzellen, die mit demselben Rezeptor ausgestattet sind, enden auch in demselben Glomerulus. Je nachdem, welche Glomeruli stimuliert werden, ermittelt das Gehirn den Geruch und leitet diese Information weiter. Der Geruchsreiz, der elektrisch weitergeleitet wird, betrifft das limbische System, was für Gefühle, Emotionen zuständig ist, auch für das vegetative Nervensystem, was wiederum zum Beispiel den Blutdruck beeinflusst. Und dann wird es praktisch registriert in der Hirnrinde. Und durch diese Verbindung zum limbischen System werden gute, angenehme und auch unangenehme Gefühle ausgelöst, die sehr viel mit der Erinnerung zu tun haben. Der Mensch verfügt über ca. 1000 verschiedene Rezeptoren in der Riechschleimhaut. Jeder Rezeptortyp wird von einem eigenen Gen kodiert. Damit besitzen wir für den Geruchssinn eine riesige Genfamilie, eine der größten bisher bekannten überhaupt. Es gibt kaum ein Chromosom, auf dem keine Riechgene liegen. Untersuchungen in jüngster Zeit, die im Rahmen des humanen Genomprojektes durchgeführt worden sind, zeigen, dass in unserem Genom ähnlich viele Rezeptorgene verfügbar sind, aber erstaunlicherweise findet man, dass davon eine beträchtliche Zahl nicht mehr aktiv ist, sogenannte Pseudogene darstellt, die nicht mehr befähigt sind, funktionelle Rezeptortypen zu machen. Wie gut jemand riechen kann, ist genetisch bedingt. Grundsätzlich sollen Frauen die feineren Nasen haben. Bei manchen Menschen sind einige ihrer Riechgene inaktiv. Die dazugehörigen Rezeptoren werden nicht mehr gebildet und die passenden Duftstoffe können nicht mehr andocken. Deshalb riechen diese Menschen bestimmte Düfte nicht. Sie leiden unter einer partiellen Anosmie. Auf diesem Röntgenbild ist der Riechkolben gut zu erkennen. Das Gehirn darüber ist ganz normal entwickelt. Dieser Patient verfügt über ein gutes Riechvermögen. Auf diesem Röntgenbild dagegen fehlt der Riechkolben. Dieser Patient hat noch nie in seinem Leben etwas gerochen. Tiere können besser riechen als der Mensch, weil sie über deutlich mehr Riechzellen verfügen. Ein Querschnitt durch die Nase einer Maus, in der Mitte die Nasenscheidewand. Die Oberfläche ist verästelt, damit möglichst viele Riechzellen Platz finden. Die dunkel gefärbten Punkte sind Riechzellen, die alle auf den gleichen Duft reagieren und in denselben Glomerulus im Gehirn führen. Je größer das Riechepithel, desto besser die Geruchsleistung. Man rechnet beim Menschen, dass er in diesem Bereich auf beiden Seiten zusammen 5 Quadratzentimeter hat. Und der Dackel hat schon 125 Quadratzentimeter und der Schäferhund 150 Quadratzentimeter, meint man. Und es gibt Tiere, die noch besser riechen
Der Aal, der seine Beute suchen muss, hat einen Geruch, dass man, also ich glaube, der Vergleich ist mal gemacht worden, einen Fingerhut von einer konzentrierten Substanz in den Bodensee schütten würde und der würde das trotzdem noch wahrnehmen können. Riechzellen sind Nervenzellen, die über eine ungewöhnliche Eigenschaft verfügen. Es sind die einzigen Nervenzellen, die neu gebildet werden. Die Lebensdauer einer Riechzelle ist ziemlich kurz, 8 bis 12 Wochen, dann stirbt sie ab. Dunkel gefärbt Basalzellen, sie entwickeln sich zu Riechzellen. Diese besondere Fähigkeit der Basalzellen führt uns natürlich zu der Idee, ob es nicht möglich ist, diese Basalzellen zu benutzen, auch in anderen Teilen des Nervensystems, wo Nervenzellen verloren gehen, Unfällen, aber insbesondere auch bei schrecklichen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer, dass man Basalzellen benutzt, um dort neue Nervenzellen generieren zu lassen. Wie lange dauert es, bis eine Riechzelle auf den Duftstoff reagiert, der an ihrem Rezeptor andockt? In Stuttgart wurde ein Gerät entwickelt, mit dem die Wissenschaftler das messen können. Die Reaktionszeit ist erstaunlich kurz. Innerhalb von Millisekunden hat die Riechzelle auf den angebundenen Duftstoff reagiert. Mit der Zeit gewöhnen wir uns an einen Geruch und riechen ihn einfach nicht mehr. Das Gehirn spielt uns dann einen Streich. Da es sich hauptsächlich für Veränderungen interessiert und nicht für gleichbleibende Reize, ignoriert es diese irgendwann. Solch eine Adaption findet allerdings nicht nur im Gehirn statt. Auch in der Riechzelle selbst sorgt ein bestimmter Mechanismus dafür, dass wir einen Geruch relativ schnell nicht mehr wahrnehmen. Dieser Mechanismus hat zwei Funktionen. Er verstärkt den Geruchsreiz, sodass wir auch geringe Spuren eines Duftstoffes riechen. Und er kann die Riechzelle abschalten. Ausgelöst wird dieser Mechanismus, wenn die Duftmoleküle an den Rezeptoren andocken. Dies ist für die Riechzelle das Signal, im Zellinneren eine kaskadenartige biochemische Reaktion in Gang zu setzen. Durch diese Reaktion werden von der Zelle bestimmte Botenstoffe gebildet. Diese öffnen die Kanäle in der Membran der Riechzelle und positiv geladene Natrium- und Calcium-Ionen strömen in die Zelle. Dadurch wird das negativ geladene Zellinnere neutralisiert. Wenn die Konzentration der Calcium-Ione in der Zelle ansteigt, werden die Kanäle blockiert und die Rezeptoren abgeschaltet. Obwohl weiterhin Duftmoleküle andocken, werden keine Impulse mehr an das Gehirn geschickt. Nimmt ein Hund die Fährte auf, läuft er nie direkt in der Duftspur. Durch Zickzackbewegungen bekommt er immer wieder frische Luft in die Nase und vermeidet so eine Adaption. Ein Blick in die Nase. Da sieht man diesen Sporn, sehr schön den Sporn, wie dünn die Muschel jetzt geworden ist. Wenn wir kurzzeitig schlechter riechen können, ist meist eine Viruserkrankung, ein einfacher Schnupfen, schuld daran. Die Viren schädigen die Riechzellen. Die Folge? Das Riechvermögen lässt nach, bis sich wieder neue Riechzellen gebildet haben. Und nochmal schlucken, sehr schön. Dann kann man an der unteren Muschel entlang. Da die Riechzellen als Nervenzellen einzigartig, muss man sagen, in direktem Kontakt mit der Außenwelt sind, können sie durch die Viren auch geschädigt werden und dann kommt es zum Geruchsverlust. Die zweithäufigste Ursache ist, dass im Bereich der Schädelbasis, das ist das sogenannte Siebbeindach, Frakturen entstehen. Das ist ganz zerbrechlich. Das ist die häufigste Lokalisation von Schädelbasisfrakturen. Und da werden die Riechfäden, die hier durchtreten, zerrissen, verletzt. In Berlin wurde ein Test entwickelt, mit dem überprüft wird, ob der Patient noch riechen kann und wenn ja, ob er Düfte unterscheiden kann. Solche Tests sind beispielsweise wichtig nach Unfällen, bei denen das Riechzentrum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Z.
Zwei verschiedene Riechsubstanzen werden direkt in die Nase des Patienten gegeben. Ein Computerprogramm misst die Hirnerregung, wenn der Patient den Duft wahrnimmt. Auf einen der Düfte folgt ein Ton. Hört der Patient diesen Ton, muss er eine Taste drücken. Ein Patient, der die beiden Düfte unterscheiden kann, erwartet auch den Ton. Diese Erwartungsreaktion lässt sich messen. Wer nicht riechen kann, würde hier auch nicht so genussvoll zulangen. Die Vielfalt des Geschmacks nehmen wir über den Geruchssinn wahr. Am Zungenrand, auf der Zungenspitze und am Gaumen sitzen lediglich die Geschmacksknospen für süß, sauer, salzig, bitter und Glutamat. Überall, wo Geschmacksknospen sitzen, nehmen wir auch alle Geschmacksrichtungen wahr. Erst vor wenigen Wochen wurde ein Rezeptor entdeckt, der für Glutamat oder Umami. Umami ist ein angenehmer Geschmack, der in proteinreicher Nahrung enthalten ist. Viele Nervenkrankheiten schädigen Riechzellen. So ist ein schlechtes Riechvermögen eine mögliche Frühdiagnose für Alzheimer. Schädlich für Riechzellen sind auch Abgase und vor allem Nikotin. Starke Raucher riechen deshalb meist um einiges schlechter als Nichtraucher. Und damit büßen sie einiges an Lebensqualität ein. Ob ein Mensch einen anderen gut riechen kann, hat einen biochemischen Hintergrund. Mensch wie Maus können über den Körpergeruch die genetische Struktur des Immunsystems riechen, den sogenannten MHC-Komplex. Je unterschiedlicher der MHC-Komplex, desto anziehender der Geruch. Mäuse erschnüffeln sich so den Partner, der genetisch anders ist und damit gesunden Nachwuchs verspricht. Im Körperschweiß finden sich Pheromone, chemische Botenstoffe, die bei Tieren als Sexuallockstoffe dienen und zum Beispiel gezielt bei der Schweinezucht eingesetzt werden. Erkannt werden diese Pheromone überwiegend über das sogenannte Vomeronasalorgan, kurz VNO, das beim Menschen erst vor einigen Jahren entdeckt wurde und sich nahe der Nasenscheidewand befindet. Da die Verbindung vom VNO zum Gehirn bisher nicht nachgewiesen ist, ist die Wirksamkeit von Pheromonen beim Menschen umstritten. An der Universität Bochum hat man die Reaktion auf den Geruch von Wasser getestet. Einmal angereichert mit Pheromonen, einmal mit einem Duftstoff und neutral. Haben Sie was gerochen? Ja. Auf der Intensitätsskala von 0 bis 10, welche Zahl würden Sie zuordnen? 7. Pheromone, Sexuallockstoffe, die das andere Geschlecht betören? Wie viel davon ist bei Menschen Wunschdenken? Zurzeit denke ich viel Wunsch, wenig Wissenschaft. Aber das liegt nicht so sehr daran, dass es vielleicht nicht stimmt, sondern mehr, dass die Wissenschaft sich nur sehr anständig damit beschäftigt hat und dass die Untersuchungen doch sehr komplex und schwierig sind. Denn der Mensch ist nicht so einfach gebaut wie ein Hund, der, wenn er den Duft einer läufigen Hündin in die Nase bekommt, dann muss er hinlaufen, er hat gar keine Wahl. Und das gilt für Mäuse und Ratten genauso. Dagegen wir Menschen glauben doch zumindest, dass wir noch eine gewisse Wahl haben, eben dann beim Duft doch zu widerstehen und den anzunehmen. Und deswegen ist es so schwierig, bei Menschen diese Duftwirkung nachzuweisen. Ein Beleg für die Wirksamkeit von Pheromonen wurde vor 2 Jahren von amerikanischen Wissenschaftlerinnen erbracht. Allerdings bei Frauen. Pheromone im weiblichen Achselschweiß beeinflussen den Menstruationszyklus. Frauen, die auf engem Raum zusammenleben oder arbeiten, gleichen ihren Zyklus an. Außerdem hat man festgestellt, dass Frauen während ihres Eisprungs den Geruch der Pheromone Androstenon und Androstenol, die sich im männlichen Achselschweiß finden, positiver bewerten als normalerweise. Ob die Liebe wirklich durch die Nase geht, bleibt offen. Bei der Entstehung eines Menschen könnte Riechen aber eine entscheidende Rolle spielen. Denn Spermien gleichen einer Riechzelle. Das heißt, sie haben den Rezeptor, haben den Kanal und haben die Verstärkerproteine. Vor etwa 7 oder 8 Jahren haben die Forscher zum ersten Mal gefunden, dass tatsächlich Eizellen Düfte abgeben. Wir kennen sie noch nicht im Detail, aber wir kennen eine Mischung dieser Düfte. Und die werden in den Eileiter gesprüht sozusagen. Und die Spermien werden dann, bereits wenn sie in den Uterus unten eindringen, bereits von diesen ersten dieser Düfte angelockt.
Und dann gibt es mehrere Stationen, die werden sozusagen von einem Duft zum anderen weitergegeben, so wie wir im Moment jedenfalls glauben in der Wissenschaft, bis sie dann am Schluss die Eizelle treffen. Und das muss auch so sein, denn wenn man sich die Dimensionen dieses Systems vorstellt, dann wundert es einen nicht. Wenn man also ein Spermium und eine Eizelle etwa auf eine Erbse vergrößern würde, dann hätte der Eileiter die Länge einer 30 Kilometer langen Autobahn, die vierspurig ist, also eine vierspurige sozusagen 30 Kilometer lange Röhre, in der sich zufällig zwei Erbsen finden müssen. Die Geruchsforschung ist noch relativ jung. Die Geruchsindustrie aber schon weit entwickelt. Das Geschäft blüht. Die Produktpalette, die mit Düften lockt, ist groß und reicht vom zweifelhaften Pheromonmittel, das unwiderstehliche Anziehung auf das andere Geschlecht verspricht, über Schuhe aus Plastik, die aber nach Leder riechen, bis hin zu altbekannten ätherischen Ölen, die nicht nur für Wohlbefinden sorgen, sondern auch nachweisbaren Erfolg in der Heilkunde erzielen. Wir leben sowohl in einer natürlichen als auch in einer künstlich geschaffenen Geruchswelt. Und die Industrie stellt nicht nur Duft, sondern auch Aromastoffe her, die in unseren Lebensmitteln verarbeitet werden. Riechen und Schmecken sind miteinander gekoppelt und ohne den Geruchssinn schmecken wir wenig. Ein Leben ohne künstliche Duft- und Aromastoffe ist heute kaum mehr vorstellbar. Die Firma Dragoco in Holzminden gehört weltweit zu den Marktführern der Duft- und Aromahersteller. Etwa 8000 Aromastoffe sind in der Natur nachgewiesen. 2000 davon werden in der Lebensmittelindustrie verwendet. Das sind zum Teil natürliche Rohstoffe und zum Teil durch Synthese gewonnene, sogenannte naturidentische Aromastoffe. Der Bedarf an Erdbeergeschmack für Joghurt, Marmelade, Eis oder Limonade ist so groß, dass die Erdbeerernte dafür nicht ausreichen würde. Also man kann das Profil einer Erdbeere sehr gut nacharbeiten. Ich würde nicht sagen zu 100%, denn wenn Sie an den Verzehr einer frischen Erdbeere denken, spielt natürlich die Textur der frischen Frucht, der Säureeindruck, der haptische Eindruck im Mund eine sehr große Rolle für das gesamte Aromaprofil. Aber das, was unsere Flavoristen können in der Nachahmung der Natur, reicht mit Sicherheit aus, um Produkten, in denen sie nicht direkt Erdbeeren verwenden können, Erdbeerbonbons, Erdbeerjoghurts etc., möglichst authentisch nach Erdbeere schmecken zu lassen. Das ist unser Ziel. Die Arbeit eines Flavoristen setzt nicht nur eine gute Nase, sondern auch ein gutes Vorstellungsvermögen von Geruchskompositionen voraus. Ein industriell hergestelltes Erdbeeraroma besteht aus 30 bis 40 Komponenten. Diese Substanzen sind mehr oder weniger gut riechend, wie Ester, Laktone oder die Buttersäure, die allgemein als äußerst stinkend wahrgenommen wird. Die Kunst liegt eben in der richtigen Dosierung. Können wir den Duft von einer echten Erdbeere und einem synthetischen Erdbeeraroma noch unterscheiden? Es kann sein, dass wenn wir die natürlichen Düfte nie mehr kennenlernen, sondern nur noch die synthetischen von Jugend an, dann werden wir natürlich die synthetischen als die natürlichen in Anführungszeichen nehmen und auf die reagieren, anstatt auf die echten Düfte. Ja. Würden wir wie die Japaner von Kindesbeinen an rohen Fisch essen, wäre uns der Geschmack vertraut und wir würden ihn selbstverständlich als angenehm empfinden. So müssen wir uns erst mit dem Geschmack von rohem Fisch anfreunden. Ob etwas gut oder schlecht schmeckt bzw. riecht, hängt vom kulturellen Hintergrund und der Erfahrung ab, die wir mit einem Geruch verbinden. Die Globalisierung wirkt sich auch auf unsere Geschmacks- und Geruchswahrnehmung aus. Die Bandbreite der Gerüche und Düfte wird größer. Die Bewertung von Düften ist nach all dem, was wir wissen, zu 95% anerzogen. Nur ein ganz kleiner Rest bleibt übrig, von dem wir glauben, dass er genetisch bedingt ist, dass er sozusagen angeboren ist, dass wir was gut oder angenehm oder unangenehm finden. Deswegen ist es eben auch so schwer, weltweit angenehme Gerüche zu identifizieren. Und ich sagte vorher schon, Orangen oder so natürliches
Blumenaroma. Das ist weltweit eigentlich einer der wenigen Düfte, der überall auf den Fidschi-Inseln oder in Europa oder in Japan als angenehm empfunden wird. Und es gibt ein paar andere Gerüche, wie bestimmte, wie Skatol eben auch, bestimmte extreme Fäkaliengerüche, die unangenehm empfunden werden. Wobei das schon wieder sehr kulturell bedingt ist. Damit ein Duft oder Aroma überhaupt bewertet werden kann, muss man sich auf ein Vokabular einigen. Denn die Sprache kennt wenig Worte für Gerüche. Meist sind es nur Umschreibungen. Nachgeschmack, so richtig alt schon. Alt, medizinisch, oxidiert, schalig. Bei einem Grundtest mit Orangenlimonaden wird versucht, erst einmal Geruchsaspekte festzulegen. Ziel des Ganzen, die Testpersonen sollen am Ende mit einem definierten Vokabular einen Geruch bewerten. Auf diese Weise ist es möglich, komplexe Aromaprofile auseinanderzunehmen und die Einzelkomponenten zu beschreiben. Das ist wichtig für die Lebensmittelindustrie, die immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten ist. Fraunhofer Institut Freising. Hier werden die Auswirkungen von Gerüchen bewertet, und zwar die von den Verpackungen der Lebensmittel. Verpackungen sollen schützen. Ein Aromastoff soll weder von außen in das Lebensmittel eindringen können, noch soll das Lebensmittel selbst an Aroma verlieren. Und vor allem sollte eine Verpackung kein Eigenaroma entwickeln. Sie haben einmal die Grundverpackung, zum Beispiel Karton oder eine Folie oder so einen Flüssigkarton, wie man das vom Saft her kennt. Und außen haben Sie Druckfarben und Lacke. Die Druckfarben sind wichtig, damit Ihr Produkt angenommen wird, damit es verkauft wird. Und die Lacke bringen nochmal einen gewissen Glanz. Aber jedes Teil der Verpackung ist natürlich auch wieder, birgt die Gefahr, dass dort Stoffe in ihr Lebensmittel gehen können. Der Geruchssinn ist hochsensibel. Da die Nase in direkter Verbindung mit dem sogenannten limbischen System im Gehirn steht, das für Gefühle und Stimmungen zuständig ist, können Gerüche Erinnerungen auslösen. Der Duft einer Lavendelseife erinnert dann an Ferien bei Großmutter, weil sie immer diese Seife benutzt hat. Auch verschiedene Regionen der Großhirnrinde, die für höhere geistige Tätigkeiten des Menschen verantwortlich sind, reagieren auf Gerüche. Eine Erklärung, warum Düfte auf die Leistungsfähigkeit des Menschen einen Einfluss haben können. Man kann durchaus mit ganz gezielten, spezifischen Düften nun einzelne Leistungen und einzelne Anforderungen am Arbeitsprozess manipulieren, beeinflussen. Wobei man allerdings, wie in Japan schon häufig jetzt inzwischen benutzt wird bei großen Firmen, ein ganzes Duftprogramm über den Tag verteilt ablaufen lassen muss. Denn derselbe Duft, der zum Beispiel morgens um 8 stimulierend wirkt und aktivierend, der kann mittags um 12 einen eher lähmen und ermüden. Wir werden von Gerüchen beeinflusst, ob bewusst oder unbewusst. An der Universität Bochum wurde festgestellt, dass wir selbst im Schlaf riechen. Orangenduft zum Beispiel beschert überdurchschnittlich angenehme Träume. Industrieabgase, Straßenverkehr, nur ein Bruchteil der Umweltbelastungen, denen wir ständig ausgesetzt sind. Es gibt kaum mehr einen Lebensbereich, der frei von Chemikalien und deren Ausdünstungen ist. 1% der Deutschen leidet bereits unter einer Krankheit, die in den USA Multiple Chemical Sensitivity, kurz MCS, genannt wird. Die Betroffenen reagieren mit einer chronischen Überempfindlichkeit gegen Umweltchemikalien. Im Gegensatz zu ihren amerikanischen Kollegen bezeichnen deutsche Ärzte MCS-Patienten häufig diskriminierend als Ökochonder. Ausnahme: Uniklinik Erlangen. Hier wird diese Krankheit ernst genommen und erforscht. Während seiner Schreinerlehre vor 22 Jahren war dieser Patient großen Mengen von Holzschutzmitteln ausgesetzt. Er hat längst keinen Kontakt mehr mit giftigen Substanzen, reagiert aber mit Hautausschlägen, Erbrechen, Kreislaufstörungen, Durchfällen und Darmkoliken auf Gerüche und Ausdünstungen aller Art. Es gibt kein einheitliches Krankheitsbild von MCS und meist lassen sich keine organischen Ursachen nachweisen. Aber die Betroffenen leiden, sind meist arbeitsunfähig, geraten mehr und mehr in soziale Isolation. Wodurch wird MCS hervorgerufen?
Ist es eine Allergie? Wenn man untersucht mit klinischen Methoden, findet man keine Hinweise für ein allergisches Geschehen. Keine Überempfindlichkeit des Immunsystems zum Beispiel. Also keine entsprechenden Blutbildveränderungen oder Blutveränderungen in den zum Beispiel Immunglobulinen. Ein anderer Hinweis, den man gedacht hat, folgen zu müssen, ist, dass klassische toxikologische Vorgänge vorliegen. Das heißt also, eine schädigende Konzentration von irgendeiner Substanz vorhanden ist. Auch das trifft nicht zu. Die Konzentrationen der Substanzen, die Auslöser für diese Krankheitsreaktionen sind, sind eigentlich, wie gesagt, für den Normalprobanden durchaus erträglich und gar nicht in einem toxikologischen Bereich. Sie reagieren auf niedrige Konzentrationen von Substanzen überschießend gewissermaßen, ohne dass dahinter eine Allergie stünde. Mit Hilfe eines von Professor Kobal entwickelten Olfaktometers wird der Patient wiederholt starken Geruchsreizen ausgesetzt. Gleichzeitig kann man die Gehirnströme während des Riechvorgangs messen. Professor Kobal und seine Kollegen gehen davon aus, dass MCS mit dem Geruchssinn in Beziehung steht. Macht diese Patienten also die feine Nase krank? Das Typische für diese Patienten ist eigentlich, dass sie, nicht wie man früher dachte, besonders gute Riecher sind, also besonders empfindlich auf niedrige Konzentrationen eines Duftstoffes reagieren, sondern in der, wenn man das als Normalverteilung betrachtet, eher zu den oberen Ende, also zu dem schlechteren Ende zählen. Sie sind also eher leicht unterempfindlich, aber sie reagieren empfindlich auf Riecheindrücke. Also sie machen etwas anderes daraus. Das sieht man auch an den objektiven Messmethoden. Und das zeigt uns eigentlich, dass es hier eine im Gehirn ablaufende kognitive Veränderung ist, die durch diesen Krankheitsprozess bedingt ist. Mit Hilfe dieser Versuchsanordnung lässt sich feststellen, wie lange es bei einem gesunden Menschen dauert, bis das Gehirn auf einen starken Riechreiz antwortet. Das ist der Gesunde. Jetzt nehmen wir den Kranken. Bei MCS-Patienten erfolgt die Reaktion auf den Riechreiz erheblich später. Nur ein Anzeichen, dass die Betroffenen Geruchsreize anders verarbeiten als Normalriecher. Die funktionale Kernspintomographie zeigt, welche Teile des Gehirns beim Riechen aktiviert werden. Neben der Theorie der veränderten Reizverarbeitung gibt es unter anderem die Vermutung, entzündliche Prozesse könnten der Krankheit zugrunde liegen. Das ist die Seite des Patienten, die andere ist die Umgebung. Man muss natürlich die MCS-Problematik insgesamt in eine Umweltproblematik lokalisieren. Es ist also so, dass es sicherlich mit umweltbedingten Einflüssen zu tun hat. Aber wir wissen noch nicht sicher, was die auslösenden Faktoren sind. Man kann natürlich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie viel davon jetzt durch bestimmte Chemikalien ausgelöst ist, oder ist es eher die Summe vieler Einflüsse oder das Zusammentreffen von einer gewissen Disposition, also Geneigtheit, auf bestimmte Chemikalien entsprechend zu reagieren. Lavendelfelder in der Provence. Hier fühlt man, dass die Umwelt heilt, wie die Wohlgerüche, die wir mit der Nase aufnehmen, Leib und Seele stärken. Die gesundheitsfördernde Wirkung von Pflanzen und ihren ätherischen Ölen ist seit über 3000 Jahren bekannt. Lavendel beispielsweise beruhigt bei Schlaflosigkeit und begünstigt den Heilungsprozess bei Wunden oder Verbrennungen. Beinahe jede Pflanze enthält ätherische Öle, aber in der Heilkunde wird nur mit etwa 300 verschiedenen Arten gearbeitet. Aromaöle entspannen oder beleben, lindern Kopfschmerzen, desinfizieren, bekämpfen Keime aller Art und stärken das Immunsystem. Ihre Anwendungsmöglichkeiten sind Einnahme, Verreiben auf der Haut oder Verbreitung des Duftes. Die Nase ist immer beteiligt. Das sind Tropfen mit der Flasche, zwei bis drei Tropfen drauf, formen daraus eine Kugel und stecken sich das in das Nasenloch, rechts und links. Und dann wird nach 10 Minuten die Schleimhaut so abschwellen, dass sie wieder wunderbar Luft kriegen. Und das wird für 3 bis 4 Stunden etwa vorhalten. Identische Öle können bei verschiedenen Menschen unterschiedlich wirken. Der Heilerfolg hängt somit entscheidend von der Erfahrung des Therapeuten ab. Wichtig, eine präzise Diagnose, gute Kenntnis der Öle und die richtige Dosierung. Und bei der Gelegenheit kann man es dann gleich riechen. Am besten auf die Haut der Ellenbeuge. Ätherische Öle dringen schnell in die Haut ein und sind nach kurzer Zeit im Blut nachzuweisen.
Deshalb ist es notwendig, Öle vor der Anwendung auf ihre Verträglichkeit zu testen. Aber auch die Nase spielt eine große Rolle. Wenn das Öl für den Patienten nicht gut riecht, wird es auch nicht gut wirken. Verschiedene Öle haben oft eine ähnliche Wirkung, obwohl sie aus unterschiedlichen Substanzen bestehen. Wenn also ein Duft als unangenehm empfunden wird, kann man andere Ölmischungen herstellen, um den erwünschten Heilerfolg zu erzielen. Wem also Lavendel nicht gefällt, der kann für die Wundheilung auch verdünntes Kamillenöl, Teebaum oder Rosenöl probieren. Wie ist das möglich? Worin liegt die eigentliche Heilkraft der ätherischen Öle? Erstens ist natürlich der rein physiologische Bereich, die Zusammensetzung des Öls, entscheidend für eine ganze Anzahl von Wirkungen, vor allen Dingen für die körperlichen Wirkungen. Für die psychischen Wirkungen sind bisweilen nur winzige Bestandteile im Öl interessant, die aber den Duft ausmachen. Wie zum Beispiel die stärkste Duftsubstanz, die wir überhaupt kennen, eine Schwefelverbindung, die in Grapefruitöl vorkommt. Und die macht das aufmunternde, aufbauende, interessante im Duft von Grapefruit, hat aber im Prinzip keinerlei Wirkung auf die Physiologie, sondern hat nur eine Wirkung auf die Psychologie, eben über den Duft. Natürliche Öle sind in ihrer Gesamtheit wirksamer als ihre isolierten Wirkstoffe oder ihr synthetischer Ersatz. Natürliche Öle enthalten im Gegensatz zu synthetischen Produkten zusätzliche Substanzen, die bei richtiger Dosierung ungewünschte Nebenwirkungen wie etwa Hautreizungen verhindern. Dieser Vorteil der Heilpflanzen, das Zusammenspiel vieler Inhaltsstoffe, ist gleichzeitig auch ihr Nachteil, zumindest in den Augen der Schulmedizin. Unsere Medizin hat sich eingelassen auf eine quasi naturwissenschaftliche Richtung, die synthetische Substanzen bevorzugt, Einzelsubstanzen. Und ätherische Öle sind nun bei Gott keine Einzelsubstanzen, sondern Rosenöl zum Beispiel hat 450 bekannte und ungefähr 150 unbekannte Einzelbestandteile. Das heißt also, die meisten Mediziner graust es, wenn sie hören, Substanzen, die gemischt sind. Sie lieben Medikamente mit 1 bis 3 Bestandteilen. Also am liebsten nur Aspirin und nichts sonst drin. Heilpflanzen werden weltweit angebaut, wie diese Geranien in Madagaskar. 400 Kilogramm Blätter ergeben nur 0,7% reines Öl. Ein hartes Geschäft also. Die Anbaubedingungen sind nicht immer gleich. Selbst bei vertrauenswürdigen Lieferanten sind witterungsbedingte Qualitätsschwankungen möglich. Wie kann eine Firma in Deutschland sicher gehen, dass Anbau, Ernte und Destillation nach den bei uns geforderten Richtlinien erfolgen? Ohne chemischen Dünger oder Pestizide, ohne künstliche Zusätze und Konservierungsstoffe. Viele unerwünschte Nebenwirkungen sind nicht auf das Öl an sich zurückzuführen, sondern auf seine Verunreinigung durch falsche Produktion und Lagerung. Aromaöle werden mit billigeren Substanzen versetzt und verfälscht, seitdem es sie gibt. Etwa 40 Firmen verkaufen in Deutschland Öle, aber 80% der angebotenen Ware sind nicht umfassend getestet. Nur die 12 großen Lieferanten beauftragen Prüfer wie Professor Wabner mit Qualitätskontrollen. In seinem Labor an der TU München untersucht der Chemiker mit seinen Mitarbeitern Öle auf ihre Einzelbestandteile und künstlichen Zusätze wie Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle und Peroxide. Woran sollte sich der Endverbraucher orientieren? Er sollte jedenfalls nur in Fachgeschäften kaufen und sich von erfahrenen Therapeuten beraten lassen. Denn auch bei reinen Ölen kommt es auf die richtige Anwendung an. Öle haben durchaus starke unerwünschte Wirkungen, wie abortive Wirkungen und ähnliches, auch Wirkungen auf neurotoxische Wirkungen und Wirkungen auf die Haut. Es können starke Hautreizungen durch eine Anzahl von Ölen entstehen, zum Beispiel roter Thymian und Zimtöl sind bekannt dafür, aber dafür sind es auch, gehören diese Substanzen auch zu den stärksten Desinfektionsmitteln, die wir haben. Es wäre also völlig verrückt, sie nicht einzusetzen, man muss sie nur kenntnisreich einsetzen und muss wissen, dass sie also nicht für alle medizinischen Bereiche erlaubt sein dürfen. Aromaöle lassen sich gut mit Trägerölen und Salben verbinden, wie zum Beispiel bei diesem Hustenbalsam für Kinder, in dem unter anderem Myrte, Salbei und Thymian zusammengemischt wurden.
Für die therapeutische Nutzung müssen Öle oder Cremes gesetzlich vom Arzt verordnet und von Apothekern hergestellt werden. In Übereinstimmung mit dem heutigen Praxiskodex der Aromatherapie gilt als allgemeine Regel, dass ätherische Öle am besten nur äußerlich und verdünnt als Heilmittel angewendet werden. Richtig eingesetzt können Gerüche und wohlriechende Substanzen also durchaus zur Genesung des Menschen beitragen. Prickelnd, erotisch, erregend. Die Geruchsstoffe auf der Haut bestimmen die Attraktivität eines Partners. Durch die Nase gelangen Duftmoleküle an die Riechschleimhaut mit tausenden von Geruchsrezeptoren. Der Geruchseindruck entsteht im Gehirn durch elektrische Impulse. Untereinander verarbeiten die Rezeptoren die Düfte nach einem komplizierten Kodierungssystem. Versuche mit Tieren haben es ermöglicht, das Riechen von Düften besser zu verstehen. Weshalb kann sich ein Spürhund eigentlich den Geruch von Sprengstoff oder Rauschgiften so gut merken? Das Sinnessystem zur Wahrnehmung von Geruchsstoffen wurde inzwischen kopiert. Das Ergebnis: eine elektronische Nase. Schon bald könnten diese Bilder der Vergangenheit angehören. Die Abgabe einer Urinprobe zur Diagnose von Harnwegsinfektionen und anderen Krankheiten wird überflüssig. Kein langwieriges Warten mehr auf die Laborergebnisse, bis die Bakterienkeime auf den Nährböden sichtbar werden und für eine Diagnose identifiziert werden können. Die aufwendigen Laboruntersuchungen würden von elektronischen Geruchssensoren übernommen. Die Cranfield-Universität in Bedfordshire im Norden von London. Hier haben die Mediziner Jan Liverkus und Sally Saney ein Sensorsystem entwickelt, das Krankheiten riechen kann. Ihre Idee? Dafür chemische Sensoren einzusetzen, die den Rezeptoren in der menschlichen Nase ähneln. Zur Demonstration stellt Dr. Liverkus Urinproben in einen Laborautomaten, der mit einer elektronischen Nase ausgerüstet ist. Das künstliche Dufterkennungssystem soll Krankheitserreger, Bakterien, zum Beispiel die zu einer Entzündung der Harnwege führen können, bestimmen. Noch befindet sich das Gerät zur Schnüffeldiagnostik in der Versuchsphase und es fehlen klinische Tests in Krankenhäusern und Arztpraxen. Die Wissenschaftler sind zuversichtlich, nicht zuletzt aufgrund der Anfragen aus der Industrie, bald schon ein marktreifes System anbieten zu können. Die Ergebnisse erscheinen zur Auswertung auf dem Monitor. Diejenigen Bakterien, die für den Harnwegsinfekt verantwortlich sind, sind ermittelt. Möglicherweise könnten elektronische Geruchsdiagnosesysteme die traditionellen Laborarbeiten ersetzen. Mit der neuen Labordiagnostik ließen sich neben den Infektionen auch andere Krankheiten schneller erkennen. Der größte Vorteil der Methode besteht in dem Geschwindigkeitsvorsprung, mit dem wir Krankheiten diagnostizieren können. In einem gut ausgelasteten Krankenhaus mussten wir auf die Laborergebnisse bei Harnwegsinfektionen bisher 3 bis 4 Tage warten. Mit der elektronischen Geruchsdiagnose liegt das Ergebnis schon in 3 bis 4 Stunden vor. Mit der Behandlung der Patienten kann also früher begonnen werden. Vielversprechende Erfolge, die den Einsatz der neuen Methode auch bei bestimmten Darmtumoren wahrscheinlich werden lässt. Konkurrenz für herkömmliche Diagnoseverfahren? Das Potenzial dieser Technologie ermutigt uns, die elektronische Nase auch bei anderen Krankheiten einzusetzen. Zum Beispiel bei Tuberkulose oder um den wahrscheinlichen Verursacher von Magengeschwüren, den Helicobacter pylori, aufzuspüren. Aber das liegt noch in weiter Ferne. Das Diagnoseverfahren der Zukunft überwacht den Menschen mit Sensoren, die alle krankheitsbedingten Veränderungen im Körper feststellen können. Wie zuverlässig ist die Methode heute?
Die Diagnose mit der elektronischen Nase ist eingeschränkt und fehlerhaft bei Menschen mit Diabetes oder wenn jemand Alkohol zu sich genommen hat. Wenn die Vorschriften, zum Beispiel 24 Stunden vor dem Test nicht zu trinken, eingehalten werden, dürften die Messergebnisse aber genau sein. I don't see any problem with individual differences. Das menschliche Gehirn, in dem unterschiedliche Gerüche gespeichert sind, galt als Vorlage für die elektronische Nase. Die Computernase wurde mit den Gerüchen von unterschiedlichen Krankheiten als Referenz in Form von Datenströmen programmiert. Animals use many hundreds of thousands of very specific Tiere besitzen hunderttausende sehr spezifische Geruchssensoren. Die elektronische Nase kommt mit einigen wenigen Sensoren aus, die jedoch ein breites Spektrum umfassen. Das Geruchssignal wird von einem Computer ausgewertet. Auf dem Computer wurde, um Geruchsdaten zu speichern und um sie unterscheiden zu können, eine Geruchsdatenbank angelegt. Das kann auf unterschiedliche Art geschehen. In diesem System verwenden wir ein künstliches neuronales Netzwerk. Es simuliert in gewisser Weise die Abläufe im menschlichen Gehirn. Das System füttern wir mit Daten, die wir zuvor verschiedenen Krankheiten zugeordnet haben. You have to present the system with samples and tell the system which samples are which. Die Erfolgsquote der künstlichen Technonase weist bei Laborexperimenten beachtliche 95% auf. Wo liegt das Riechzentrum? These are the metal oxide sensors. Hier haben wir die Geruchssensoren, die in der Lage sind, die unterschiedlichen Geruchsmoleküle aufzuspüren. Die Moleküle wandern an die Oberfläche und reagieren dort, wodurch sich Spannungsunterschiede ergeben. Diese werden von einem Computer ausgewertet. Die unterschiedlichen Gerüche setzen sich aus tausenden verschiedenen Molekülen zusammen. Der Computer muss dann die Zuordnung der unterschiedlichen Geruchsmoleküle vornehmen. Computerunterstützte Diagnoseverfahren wie die elektronische Nase werden es den Ärzten zukünftig ermöglichen, früher vorbeugende Maßnahmen zur Abwehr von Krankheiten zu ergreifen. E. coli-Bakterien sind die am meist verbreitetsten Verursacher von Harnwegsinfektionen. Es gibt aber auch andere, die sehr gefährlich sind. Früher konnte der Arzt ein Breitbandantibiotikum geben, was dazu führte, dass die Erreger resistent, also wirkungslos wurden. Heute können wir mit unserem System die einzelnen Erreger exakt bestimmen, ob E. coli-Bakterien, Klebsiella oder Proteus. Sally Saney hat mit der Computernase ein weites Einsatzpotenzial geschaffen. Vielleicht werden schon bald Wissenschaftler daran arbeiten, jedermann die Geruchserfassung durch eine Technonase online im Internet anzubieten. Gerüche und Düfte sind ja auch digital.